Weg von Afghanistan in den Iran. Was nun passiert, ist hier Alltag. Afghanische Schmuggler sind in einen iranischen Hinterhalt geraten. Wir erleben, wie mühsam die Falle zuschnappt. Wir sind das erste Kamerateam, das solch ein Gefecht beobachten kann. In einem Grenzgebiet, das die Iraner zur verbotenen Zone erklärt haben. Schnell wird uns bewusst, wie hoch das eigene Risiko ist. Die Grenzverletzer geben nicht klein bei, wehren sich erbittert, schießen auf alles, was sich bewegt. Dann ist iranische Verstärkung da, mit einem Maschinengewehr. Ein gnadenloser Kampf von vielen, die entlang der Grenze toben. Der Weg in diesen alltäglichen Krieg beginnt aber ganz Mohnbauer im Südwesten des Landes. Das Wetter war warm und nass. Ideal für den Anbau von Schlafmohn. Ahmad Ola erntet nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ein Glücksfall? Er kann es kaum erwarten, dass der Einkäufer kommt. Hofft er doch, mit den Einnahmen seine große Familie durch den Winter bringen zu können. Was sollen wir machen? Fragt uns der Bauer und gibt selbst die Antwort. Wir haben nichts anderes, nur das Rohopium. Dabei versucht die Regierung in Kabul, die Bauern vom Mohnanbau abzubringen. Doch die halten davon nichts. Getreideanbau lohne sich einfach nicht. Die Gewinne, rechnet Ahmads Bruder vor, würden nicht einmal die Benzinkosten für die Erntemaschinen decken. Der Mohnanbau wäre ganz einfach das bessere Geschäft. Reich wird ein Mohnbauer davon auch nicht. Er kann sich und seine Familie gerade so über Wasser halten. 18 Mäuler muss Ahmad Ola stopfen. Und da die Kinder wachsen, wird das Geld zwangsläufig immer knapper. Heute rechnet Ahmad mit guten Einnahmen. Der Abgesandte des Drogenbarons fährt vor. Was können sie rausschlagen? Andere Bauern haben auch gut geerntet. Der Mann lässt uns drehen. Er kommt mit bewaffnetem Gefolge. Ahmad und sein Bruder haben zwar vor, selbstbewusst zu feilschen. Doch beide wissen auch, dass sie dem Mann des Drogenbarons ausgeliefert sein werden. Hat doch die gute Ernte Land auf, Land ab zu einem Überangebot an Rohopium geführt. Das drückt den Preis. Mit 40 Dollar pro Kilo hatte Ahmad gerechnet. Doch nun heißt es, dass das Zeug zu nass sei. Von schlechter Qualität ist die Rede und dass es Besseres gäbe. So wird aus Ahmad schließlich der kleinlaute Bittsteller, was den Einkäufer in die Rolle des barmherzigen Gönners schlüpfen lässt. Mit 34 Dollar wäre der Bauer doch noch bestens bedient. Hinter diesem Tor residiert der Drogenbaron, ein Stammesfürst mit eigener Miliz. Hier bietet er seinen Männern Brot und Spiele. Hier hält er Hof. Wir dürfen in seine Festung hinein. Eine Ausnahme. Das ist er, Mansur Khan, ein Herrscher in der Provinz. Seine Männer sind auf ihn eingeschworen. Sie würden für ihn in den Tod gehen. Ein Mann von fürstlichem Geschlecht. Einen Khan eben. Er hat uns in die Landvilla gebeten, wo seine Gäste untergebracht werden. Unrechtsbewusstsein ist ihm fremd. Keine Spur von Unsicherheit. Kabul ist weit. Außerdem kennt er wichtige Leute dort. Auch als die Russen hier waren, hat er schon mit Rauschgift gehandelt und seine krummen Geschäfte gemacht. Genau umschauen dürfen wir uns aber nicht. Die Zimmer hinter den 30 Türen bleiben uns verborgen.
Große Drogenbarone wie Mansur Khan gibt es einige in Afghanistan. Sie sind die wirklich Mächtigen im Land. Viele von ihnen haben großen Einfluss auf Regierung und Parlament in Kabul. Was hier verladen wird, sind 800 Kilogramm Rohopium, gewonnen aus dem Schlafmohn. Letzte Anweisungen von Mansur Khan. Vorsichtig sollen sie sein. Autopannen wären eine Katastrophe, denn es gibt entlang der Route keine Mechaniker. Dann noch ein Schluck Wodka auf ein gutes Gelingen, auf den Erfolg der geplanten Aktion. ...500 Kilometer lang ist der Schmuggelweg bis in den Iran. Um dieses Zeug geht es. Hätten wir kein Opium, Millionen Afghanen müssten hungern oder sogar sterben. Die Meinung eines Mannes, der seinen Reichtum aus dem Schicksal vieler Junkies dieser Welt schöpft. Wir fahren einen Teil des Weges durch die Margo-Wüste mit. Plötzlich fallen Schüsse. Man beruhigt uns. Es seien nur übermütige Grüße an die Polizisten, die man geschmiert hat. Gegen Abend hält der kleine Konvoi. Geplant ist ein Treff mit einem Verbindungsmann, der die Lage an der Grenze ausgekundschaftet hat. Der Mann verspätet sich, ist nur über Funk zu erreichen. Seine Informationen verheißen nichts Gutes. Den Männern werde geraten, einen anderen Weg zu nehmen. Iranische Grenztruppen hätten Stellung bezogen. Gleich da hinten, wo dieser Weg in die Berge führt. Dann kommt der Kundschafter. Er hat eine Alternative ausgespäht. Die Jungs sollten doch lieber umdrehen, rät er. Zwar sei die andere Route länger, aber wohl sicher in dieser Nacht. Wir bleiben zurück. Der Tross kommt heil über die Grenze, erfahren wir später. Afghanische Drogenschmuggler versuchen, den Iran auch übers Meer zu erreichen, über den Golf von Oman. Hier müssen 700 Kilometer Küste bewacht werden. Geschossen werde erst, wenn er den Befehl dazu gebe, sagt Hauptmann Miri. Beim letzten Einsatz sei ja alles schiefgegangen. Nun ist die Anspannung groß. Fast täglich kommen Schmuggler mit kleinen Booten, in der Regel abends und nachts. Heute werden sie Pech haben. Dass die beiden vom Bootsbesitzer verpfiffen wurden, können sie nicht ahnen. Die Ankömmlinge wirken völlig überrascht und geben schnell auf. Sie sind nicht einmal dazu gekommen, ihre Kalaschnikows zu benutzen. Kaum 30 Jahre alt sind die beiden. Nun werden sie für einige Jahre in einen üblen iranischen Knast wandern. Hauptmann Miri ist ein wenig enttäuscht. Der Rauschgiftfund sei doch recht mager. In Afghanistan hat sich die Drogenproduktion verzehnfacht. Da ist es nicht verwunderlich, wenn wir mehr Beute als früher machen. Die iranischen Antidrogeneinheiten rechnen nur noch in Tonnen. Außer Kokain kann man in diesem Depot alles finden, worauf Rauschgiftdealer in der Region, in Russland oder Europa scharf sind. Rohopium, Heroin, Cannabis,
Haschisch und manches sogar mit Gütesiegel. Sayed Rahman Number 6.